Heute werden wir auf das Video reagieren, so wie ich es immer mache. Und heute ist meine Mama wieder dabei. Sie sitzt auch schon hier rechts. Komm mal ins Bild. Komm rein. Ja, pass auf, jetzt. Ja. Ja. E-Faker schreibt jemand schon. Das Video, okay, wir werden gleich darauf eingehen, aber dieses Video ist ausnahmsweise nicht fake. Das ist ausgedacht. Also, eine Nacht im verfluchtesten Hotel Japans. Das war mal eins der beliebtesten Hotels in ganz Japan. Bis 2005 der Besitzer spurlos verschwand. Somit verließen die Gäste und Hotelangestellte ebenso das Hotel. Abgesehen von einer Person. Man sagt, dass seit 18 Jahren immer noch jemand im Hotel lebt. Direkt gegenüber steht ein aktives Hotel. Gäste, die in dem Hotel verbleiben und nachts aus dem Fenster schauen, berichten, dass sie gelegentlich flackerndes Licht im Erdgeschoss sehen. Kurz darauf sehen sie, wie eine Frau am Fenster steht. Sie trägt ein weißes Kimono und hat keinen Kopf. Abenteurer, die das verlassene Hotel erkundet haben, erzählten, dass sie dort komische Dinge erlebten. Türen, die zuknallen, Schritte oder Flüstern. Aufgrund dessen stieg die Popularität des Hotels immens. Weshalb vor 2 Jahren sich die japanische Polizei entschied, das gesamte Gebäude zu verbarrikadieren. Bis heute wird die Frau gesehen und soll das Hotel eins der verfluchtesten Orte in Japan sein. Und ich glaube nicht an Geister. Hey, dieses Intro, auch voll viele Leute haben da geschrieben, das ist fake oder gibt's eh nicht oder bla bla bla. Aber ich schwöre, ist nicht fake. Auch später im Video passiert was, wo viele gesagt haben, dass es nicht echt ist, aber das ist echt auf jeden Fall. Deswegen werde ich in dieses Hotel eindringen, herausfinden, ob es dort wirklich spukt und wer diese Frau ist, die dort lebt. Glaubst du eigentlich an Geister? Ich muss sagen, ja. Ja? Sie glaubt an Geister, aber nicht an dich. Oh mein Gott. Wer war da? Das ist Free Fuchkan, den kenne ich. Der hat letztes Mal auch schon geärgert. Ja, der hat schon geärgert letztes Mal. Aus Foren weiß man, dass die Frau fast immer im Erdgeschoss gesehen wurde. Das Problem ist, dass man nicht weiß, in welchem Raum genau. Deswegen recherchierte ich und stieß auf Mitch. Good morning. Mitch hat einen YouTube-Kanal und erkundet als Hobby verlassene Orte. Er hat nie an Geister geglaubt und erklärt jedes Geistergeschehenes mit Logik und Wissenschaft. Bis er vor 2 Jahren in das Hotel ging. Seitdem glaubt er zu 100% an Geister und erlebte das. And then there was like someone speaking and like Japanese wooden sandals like following us. Und vor einem bestimmten Hotelzimmer, welches sich im Erdgeschoss befand, erlebte er das. One room had a door that fucking opened in front of us. Like literally opened. Just fucking bang. Ich glaubte aber immer noch nicht, dass es dort spukt. War schon ganz krass, dass er gesagt hat, dass er nie an Geister geglaubt hat, aber nachdem er dort war, zu 100%. Und dann dachte ich, okay, krass, dann da muss ich hin. Deswegen war Mitch bereit, 9,5 Stunden anzureisen, um es mir zu zeigen. Also ging ich zum Ort, wo ich mich mit Mitch verabredet habe. Geisterjäger. Hello, guys. Mitch. Elias, hi, Elias. Benny, hi Benny, how are you? Das ist Mitch. Er hat einen festen Job, eine Frau und Kinder und erkundet gerne verlassene Orte. Hat nie an Geister geglaubt, aber jetzt schon. Das ist Benny. Ich habe eigentlich keine Ahnung, wer das ist. Er wurde einfach mitgebracht. Ich liebe diese Stelle. Auch wieder so in die Kamera guckt, ja. Ich weiß es nicht. Anscheinend ist er Mitch Partner und sie erkunden die verlassenen Orte immer zu zweit. Er war auch dabei, als Mitch die Geisterereignisse im Hotel erlebte. What's up? Open this and that cupboard door open and then shut. Really? Yes. Die bringen uns jetzt zum verlassenen Hotel, weil die kennen sich sehr gut aus mit verlassenen Orten. You're already drinking the beer for the ghost. Prost. Prost. Das war auch das einzige deutsche Wort, was er konnte. Ja. Und auf Wiedersehen. Prost. Prost und auf Wiedersehen. Und machten uns auf den Weg nach Kinugawa, wo sich das Hotel befindet. Im Auto erzählten sie mir von den merkwürdigen Ereignissen, die sie im Hotel sahen. There was some freaky stuff that happened in there though, like the doors slamming and shit like that. Interesting. I find the stuff kind of hard to believe, so I want to see with my own eyes. If yeah, you're lucky. I'm a bit the same. I'm a skeptic. But you're a skeptic? Yeah. I always try to put it down to science first. If there's a window open in a room and a door slams, like the first thing I'm going to say is that's the wind. Yeah. Like that's not a ghost. When it gets to the point where it's like, there's nothing else that it
could be. At that point, I'm like, okay, maybe 50-50. Like, there's either something I don't know about or understand, or it might be something like that. Die beiden gehen so objektiv an die Sachen heran, dass es wirklich schwer ist, ihnen nicht zu glauben. Sie sind keine verrückten Geisterjäger, die popularisieren möchten. Es sind ganz normale Familienväter, die gerne verlassene Orte erkunden und an einem was Komisches gesehen haben. Was denkst du jetzt eigentlich so? Nehmen die mich gerade auf die Schippe oder steckt da wirklich irgendwas hinter? Also die glauben mir, glaube ich, dran. Die glauben echt fest dran. Die glauben wirklich dran, ne? Ja, also in dem Moment dachte ich auch, okay, die glauben zu 100% dran, da ist irgendwas passiert im Hotel. Ja. Das habe ich auch auf jeden Fall so gedacht. And at the hotel, just a door slammed open and closed, right? In our video, it sort of like opened in Benny's face, right? When I first went in that room, like generally, like if you open a door and there's air pressure in there, a cupboard door might open. Because of the air pressure inside, but this door, when I opened it, it actually opened, and as I walked in, it slammed shut again. Der Mitch war so ein paar Meter weiter, aber er ist der Einzige, der das gesehen hat mit der Tür. Ja? Ja, ja, ja. Ah, okay. Mitch, guck mal seine Augen an. Der hat schon gesoffen ohne Ende. Nein, die sind ganz normal, das wegen dem Licht. Das ist aber nicht das Einzige, was ihm widerfahren ist. And another door that slammed when we walked through the staff area into the main hall, I guess you'd say. Jesus, what the fuck? Das war auch eine echte Aufnahme aus ihrem Video. Man hört auch wirklich, wie die Tür zuknallt. Das wird einfach, die Tür ist einfach zugegangen. Und das ist auf jeden Fall echt. Weil ja, vielleicht ist ja eine Katze durchgelaufen oder so, ist reingekommen. Und als sie sich die Aufnahmen zu Hause ansahen, hörten sie, wie jemand in Flipflops hinter Benny herlief und japanische Wörter flüsterte. And then I caught a voice too, which I couldn't work out. Something Japanese. Um ehrlich zu sein, glaube ich den beiden nicht. Aber sie würden doch nicht 10 Stunden hierher reisen, wenn da nichts hintersteckt. Die Geräusche könnten möglicherweise was anderes gewesen sein. Aber eine Tür, die sich direkt vor Benny öffnete und wieder zuging, kann ich mir nicht erklären. Glücklicherweise können die beiden sich noch erinnern, wo dieser Raum war. Und dann werde ich erfahren, ob da wirklich was dran ist oder ob sie mich nur anlügen. Um alle Geisterereignisse festzuhalten, gingen wir Gadgets kaufen. Habe eine Polaroid-Kamera gekauft, um den Raum zu fotografieren. Vielleicht sieht man ja was auf den Bildern. Und dann, wenn wir irgendwie so detekten, machen wir ein Bild vom Geist. Es wird eh keine Geister geben, aber trotzdem einfach für ein Gimmick. Ich habe im Hotel ganz viele Bilder gemacht und die habe ich aber nicht im Video gezeigt. Die habe ich hier. Yeah. Einmal das da, da sieht man nichts drauf. Das ist alles im Hotel aufgenommen. Das auch sind so Gardinen. Das ist schwarz, warum auch immer. Da ist Benny am Saufen. Wir haben jetzt ein bisschen Geisterstuff geholt, eine Kamera, um sie zu fotografieren, dann noch Kopflichter. Werde ich eh wahrscheinlich nach dem Video in den Müll werfen, weil es keine Geister geben wird, aber naja. Benny hat nur das Nötigste gekauft. Nahmen, bevor wir weiter fuhren, noch eine Zigarettenpause. Wir werden so draufgehen mit denen. Und setzen unsere Reise nach Kinogawa fort. Ich fand es auch super cooles Erlebnis eigentlich. Also ich kannte die Jungs einfach nicht. Hätte ja auch schief gehen können. Dass ja, irgendwie klar, so die hätten dich umbringen können. Nein, das jetzt nicht, okay. Das deine jetzt nicht. Kameraausrüstung weg. Währenddessen begann sie mir eine Story über einen Geist namens Mike zu erzählen. He's a ghost that we talk to on a spirit box. Eine Spirit Box ist ein Gerät, mit welchem man mit Geistern kommunizieren kann. There's an app called The Portal. It's not like your normal spirit box. The Portal has a series of random sounds that comes out in an echo form. And if you can get it right, it'll come out with clear, concise speech. It's more like a series of like individual words sort of put together into a sentence. Die Portal App funktioniert so. Sie besitzt über eine riesige Sammlung an Wörtern. Der Geist kann dann über elektrische Magnetfelder bestimmte Wörter auswählen und damit einen Satz bilden. Sie erzählten mir, dass sie in einem verlassenen Krankenhaus waren, in dem verletzte Soldaten aus dem Vietnamkrieg hingebracht wurden. And we were up there looking around, messing around with the spirit box, and we started talking to this guy that said his name was Mike. And he was talking about Vietnam and being injured and all kinds of crazy shit. Sie ging also zu diesem Vietnam-Krankenhaus und die Geisterbox beziehungsweise der Geist Mike erzählte ihnen tatsächlich Dinge über den Vietnamkrieg. And it makes sense. Like the answers it gave made sense to what you asked. So it wasn't just random stuff each time you got there. Okay.
in der Nähe, wo die wohnen oder gewohnt haben, gibt es halt dieses Vietnam-Krankenhaus und die sind da hingegangen, hatten diese App und haben dann mit dieser App halt Fragen gestellt. Zum Beispiel sowas wie, wann wurdest du verletzt? Und dann hatte halt dieser Geist oder diese App hat dann Jahreszahl gesagt vom Vietnamkrieg. Oder wo wurdest du verletzt? Und dann am Bein oder irgendwie sowas. So. Also, dass diese Antworten, welche diese App gab, wirklich komplett Sinn gemacht hat mit dem, was sie gefragt haben. Entweder hatten die beiden die größte Geisterbegegnung überhaupt oder... Das Ding ist eigentlich, frag ich mich, warum die lügen würden. Die haben ja gesagt, eine Tür ist aufgegangen und die haben Geräusche gehört. Aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, aber dann frage ich mich gleichzeitig, was bringt es denen darüber zu lügen, ne? Ich meine, das sind zwei erwachsene Männer, die haben sich doch wohl nicht beide die ganzen Geisterereignisse eingebildet. Und außerdem sind die beiden ja nicht die einzigen, die sagen, dass es dort spukt. Also fuhren wir weiter in die Nacht hinein. Und dann drehte Benny durch. Entweder er wurde besessen oder... Ich glaube, das lag am Alkohol. Ich weiß nicht, was mit... You know the lyrics? Kind of. Yeah, it's really famous also. Yeah. Letztendlich kamen wir bei unserer Unterkunft an, welche sich in direkter Nähe zum Hotel befand. Das ist Kinugawa, die Geisterstadt. Wir mussten unsere Temperatur mit diesem Ding messen und Mitch checkte für uns ein, ging hinein und Benny stellte erstmal seine drei leeren Bierdosen auf. Im Hotel machte ich schon die erste Geistererfahrung. Why is that? Der Wasserhahn lief. First ghost encounter. Haben uns dann über Fake-Geistervideos lustig gemacht und fuhren zum Hotel, um es auszuchecken. Das ist das Hotel, welches direkt gegenüber liegt. Wenn man von dort aus dem Fenster zum verlassenen Hotel schaut, sieht man gelegentlich eine Frau. Sie wurde immer im Erdgeschoss gesehen. Und hier habe es laut Mitch gespukt. Dort werden wir hineingehen. That was it there. They blocked the entrance. The entry's all been blocked off. So sind Mitch und Benny vor einem Jahr hineingegangen. Da in den letzten Monaten aber immer mehr Leute verhaftet wurden, die versuchten ins Gebäude einzudringen, entschloss sich die Polizei, das Hotel komplett zu barrikadieren. Seitdem konnte niemand mehr den Ort erkunden und die Frau wurde in Ruhe gelassen. Und wenn das abgeriegelte Gebäude nicht schon genug wäre, gibt es noch zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen. Also das alles habe ich halt von Mitch und Benny gehört. Die Polizei fährt ab und zu am Gebäude vorbei, um zu überprüfen, ob niemand versucht einzudringen. Die Hotelangestellten von gegenüber wurden angewiesen, die Polizei zu rufen, sobald sie etwas Verdächtiges sehen. Und die Einwohner dieser Kleinstadt haben ähnliche Anweisungen bekommen. Laufen oder fahren sie am Hotel vorbei und sehen verdächtiges Verhalten, rufen sie die Polizei. Das wird keine leichte Aufgabe. Deswegen brauchen wir einen neuen Weg hinein. Viele Leute haben auch geschrieben, dass ich dumm bin, weil ich mich bei einer Straftat filme. Aber dass dieses Urban Exploration, das gibt es sau oft. Also das ist nichts Neues, dass Leute halt in Gebäude eindringen und da halt sich das anschauen. Wir haben ja nichts kaputt gemacht oder so. Wir waren nur da, haben uns das angeguckt und wieder rausgegangen. I reckon maybe from the river. Direkt neben dem Hotel fließt ein Fluss. Vielleicht ist es möglich, an ihm entlang zu gehen und auf diese Weise zum Hotel zu gelangen. Also ging Benny hin, um sich den Fluss genauer anzusehen. Es ist aber vom Fluss aus zum Hotel viel zu steil, also suchten wir nach einem anderen Weg und fanden einen. Wir wollten versuchen, durch ein zugewachsenes Gebüsch zum Hotel zu kommen. Das Problem war, dass wir gar nichts sehen konnten. Wir konnten unsere Taschenlampen nicht einschalten, weil uns das Hotel gegenüber sehen würde. Das Ding ist, wir dürfen keine Lichter machen, weil sonst die Polizei gerufen wird von dem Hotel.
Guck am besten nach vorne, Bro. Wir versuchten, so weit wie möglich zu gehen, aber an einem Punkt konnten wir einfach nicht mehr weiter. Viel zu gefährlich mit dem riesigen Abgrund und der Tatsache, dass wir nichts sehen. Dementsprechend suchten wir weiter und fanden eine abgesperrte Feuertreppe. Wir könnten über die Absperrung klettern zur Feuertreppe und hoffen, dass einer der vielen Fluchttüren geöffnet ist. Das Problem dabei ist, dass wir mitten auf der Straße halten müssen und gesehen werden können. Wenn wir da reingegangen wären und die Polizei gekommen wäre, ich habe halt gefragt, was jetzt das schlimmste Szenario wäre. Was würde passieren? Die meinten, die Polizei würde Elias, also der Kameramann und mich, würden sie einfach wieder gehen lassen, so, weil wir sind Touristen. Aber bei Benny und Mitch, weil die halt auch japanische Staatsbürger sind, hätten die da auf jeden Fall eine Strafanzeige bekommen können. Dann gab es die Lösung, das Auto weiter wegzuparken und zu Fuß zur Feuertreppe zu gehen. Maybe our best bet would be... Your best bet's probably jumping through over there. If I just pulled up here and you guys just fucking get out and then I go and park the car, walk back and just by myself. And then I jump and we just link up. Or if you two go in and jump and me and Mitchell go in and then come back. Yes, that's a good idea. What do you want to do is get over that fence? Der Plan ist folgender. Mitch hält den Wagen, mein Kumpel und ich springen raus. Das darf nicht länger als 20 Sekunden dauern. Mitch und Benny fahren weiter, parken das Auto und kommen nach. Geil. Sind einkaufen gegangen. Benny hat natürlich nur das Wichtigste geholt. So the least amount of times we have to go in and out, the better, I think. I think the later the better. The later the better, yeah. Less fucking cars, less people. Yeah. Early, like 2 o'clock in the morning or something like that. Also fuhren wir wieder ins Motel, um noch ein paar Stunden zu schlafen, bevor wir endgültig aufbrechen. Als wir ankamen, liefen immer noch die Geistervideos. Das war gruselig. 21.30 Uhr und die beiden... Benny hatte schon 6 Dosen Bier getrunken. Einfach Deutscher. Nein, die sind Australier. Die sind gebürtige Australier und sind nach Japan gezogen. Aber Australier trinken auch unglaublich viel Bier. So we're gonna have to go down there, those steps and hope that one of those doors is open. Down the stairs. Yeah. Or if we, the steps is not the only option. If we can't do that, then our best option is to go to the Western Village. And get into there. Und dann wurde ich nervös. Es kann sein, dass die Polizei alle 5 Fluchttüren von außen abgeriegelt hat. Wenn das der Fall ist und wir nicht reinkommen, war es das mit dem Hotel. So it'll have to be the stairs. Okay. And then hope that something is open. Wenn keine Tür offen ist, ist unsere einzige Alternative, zu einem anderen verlassenen Ort zu fahren. Western Village. Das wäre aber echt nicht ideal. Guck, da bin ich sogar. Ja? Ja, da bin ich. Kurz so angeteasert. Das ist so ein anderer Ort, so ein Freizeitpark. Wurde auch verlassen, das ist nur 10 Minuten weiter. Da bin ich dann auch gewesen und dazu kommt auch ein Video auf den Zweitkanal. Einer der Fluchttüren muss offen sein. You told me we have to be careful with our lights too, because if the other hotel sees lights, they will call the police. Yeah, it might be better to go early morning. Da um eine spätere Uhrzeit die meisten Leute schlafen, haben wir uns entschieden, den Plan um 3.30 Uhr umzusetzen. Geringste Chance, dass wir gesehen werden. If we have a quick sleep now, for like 1 or 2 hours or whatever. Also habe ich den Wecker gestellt, Benny trank sein letztes Bier und wir gingen schlafen. Ey, ich verurteile ihn noch gar nicht, weil das ist halt ein erwachsener Mann, der hat Kinder und eine Frau und der ist gerade auf sein Abenteuer seines Lebens so. Der ist halt mit so 4 Jungs irgendwo in Japan unterwegs, kann komplett abschalten, weißt du? Einfach von allem so ein bisschen runterkommen. Ach so, meinst du? Ja, ja, okay. Von allem so ein bisschen runterkommen. Die Sau rauslassen. Genau, und dann, ja, ja, richtig. Und dann einfach ein bisschen Bier trinken, so, ist ja voll okay. Ja, man kann ja auch mal einen Tag lang einfach sich... Ja, durchspülen. Ja.
Ich wurde um 3.19 Uhr wach und weckte die anderen. Mitch machte sich einen Kaffee und Benny trank sein Bier. Das ist auch sehr witzig, dass das erste, was er gab. Ich will ja da stehen. Ja, ich liebe Benny. Wir lieben alle Benny. Wir gingen los und die Mission wurde eingeleitet. Ja, ja. Ich bin sehr gespannt, ob da irgendwas sein wird. Right now it's like 4 o'clock, right, in the morning? Yeah. We don't really have any reason to be out. We just do our best to look normal. Be low-key. Be low-key. I'm gonna check the police station just to see if they're out or they're in the desk. Yeah, okay. Looks like they're out. Beide Polizeiwagen standen dort. Das heißt, niemand ist gerade am Patrouillieren. Gutes Zeichen für uns. Hast du gesehen, die Wagen? Ja, woher wisst du, dass es nur 2 gibt? War da nur 2 Parkplätze, aber ging ich jetzt von aus. Bevor wir ankamen, hielt Benny noch an einem Nachtkiosk. Um 4 Uhr morgens ist das relativ auffällig, aber scheint wohl was Wichtiges zu sein. Hello. Hello. You got your stuff? I got the stuff. I got all the good stuff. Er hat nur 4 Bierdosen gekauft. Okay, you can drive. Auch geil, dass hier sieht man das ganz gut. Morgens ist das relativ auffällig. Benny, das ist ja Benny, dass er am Autofahren ist. Was? Der sitzt ja hier links. Guck. The good stuff. Ja, ja, der ist gefahren. Ja, das mit geht ja. So einem fährst nein, du das durch ist ja. Gegend? Das war ja jetzt nicht so viel Bier, das ging ja noch. Nein, das ist ja links. Das ist in Japan ja anders. Da ist rechts das Steuer. Okay, you can drive a bit slowly. Yes. Okay. Let's go quick. Okay, schnell. Ja. Okay, wir müssen jetzt super vorsichtig sein, weil wir dürfen kein Licht anmachen. Und die Treppen sind vielleicht nicht safe genug. Wir müssen sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Schuss, Alter, ich bin jetzt nervös. Wenn Polizei kommt oder so ein Schild. Ich hoffe, man kann genug sehen. 4:30. Runter. Scheiße. Ich bin so nervös. Lass mal schon mal eine runterlaufen. Das war schon sehr spannend. Ich hab 2005, glaube ich, war das. Irgendwie sowas. So Angst, dass diese Treppen einkrachen. Unten ist schon eine Tür. Sollen wir mal die Tür gucken? Lass mal die Tür checken. Da ist eine Schnur. Da siehst du diese Schnur? Oh, what the fuck? Hier ist safe eine Kamera irgendwo. An der Klinke war eine dünne Schnur befestigt. Ich dachte, dass diese mit einer Alarmanlage verbunden ist. Betätigt man die Klinke, wird der Alarm ausgelöst. Werde ich gleich was zu sagen. Aber wir sollten diese Tür nicht aufmachen, weil da eine Schnur ist. Junge, das ist so creepy, das ist einfach eine Schnur. Heißt das, das wird dann alarmiert? Ja, es ist eine Falle, glaube ich. Ich glaube, die Polizei hat das gemacht. Dementsprechend entschieden wir uns, die Tür nicht zu öffnen und auf Benny und Mitch zu warten. Diese Schnur war einfach nur eine Schnur. Mhm. Die führte nirgendwo hin. Also die endete einfach nach einem Meter. Sie kommen runter. Hello! We made it. There's a door right there, but there's a rope on it. No, we didn't try it. We were scared that the alarm would go off.
Look, there's a rope on it. A string like on the handle. Ist auch einfach aufgemacht. Wir betraten das Hotel. Der war eh sturzbesoffen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls es euch bisher gefällt. Ja. Rein da. Ja. Wir kamen an in einem Flur mit ganz vielen Hotelzimmern. Wir sind gerade hier und der Raum, wo die Jungs vor einem Jahr waren, ist irgendwo hier. Das Hotel ist wie ein Labyrinth, vor allem im Dunkeln. Deswegen ist Orientierung sehr wichtig. Am besten eignet sich als Basis das Dach. Es war wirklich da stockdüster. Wir konnten nichts sehen. Gar nichts. Nur halt vom Mondlicht oder vom Licht vom Hotel gegenüber, so wie du hier siehst. It's one more up? Okay. Wir sind im Erdgeschoss gelandet, um genau zu sein in der Lobby vom Hotel. Direkt neben uns ist die Hauptstraße. Yo, 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 yo. What's that bear? Keine Ahnung, was es ist. Ich war ein Hund, ein toter Hund. Ich will nicht dahin. I think they weren't able to see us. It's pretty easy to see inside if they look, but... What's that? It's a deer. It's a deer, yeah. What the fuck? Da ist mitten in diesem Raum ein Ring. Jetzt macht die, glaube ich, gleich kurz an. Where are you going? What's that path? It's glass. Ja, hier. Oh ja. Jetzt gehen wir gerade auf ein Dach. Sind wir draußen? Yeah, I like this spot. Have a barbecue. So we'll use this spot if you want to leave any stuff here. Okay, as a base. As a base. Okay, great. Because one of those haunted rooms is right there. Like, the room that we went in first, the cupboard opened and shut. Um genau zu sein, ist das Hotel nicht ein großes Hotel, sondern drei kleinere nebeneinander. Im ersten Hotel sind wir gerade und im Erdgeschoss vom zweiten Hotel sahen die Jungs die Tür, die aufknallte. Dort muss die Geisterfrau sein. That hotel is definitely more scary. This one's not so bad. This one's feeling modern. That one's like, a bit freaky. Da soll anscheinend das Gebäude sein oder das Zimmer, wo sie einen Geist gesehen hat. Ob es auch das Zimmer von der kopflosen Frau ist? Das ist auch voll geil. Echt super spannend gemacht, weißt du das? Echt? So the hotel over there, one of the oldest in the area, built about 150 years ago, actually maybe more, 160. So the story goes from online Japanese blogs, these there was a man staying in one of those rooms, and just like you sort of see now, he got rooms that are sort of blacked out. And he said his wife was sleeping, and he was just sitting by the window, having a cigarette, having a drink, just admiring the view of this cluster of hotels. And as he was looking over, he saw a light come on in one of these windows. And he said he thought they might have been doing like a photography session or something like that. And as he sat there drinking his whiskey, he keeps looking, and he said, he thought he saw the figure of a, like a woman wearing a kimono, but without a head. He said he hopped into bed and sort of shut the curtains, and he goes, oh, that was a bit weird. Sort of freaked out, not able to sleep. About 10 minutes later, he said he heard a massive bang on his window, and he opened the curtain,
And apparently, there was the headless woman wearing a kimono stuck to his window like a lizard. He just fucking shut the curtain, went back to sleep somehow. And then the next morning, apparently, there was fingerprints on the window where this woman was. Das hat jemand geschrieben als Rezension beim Hotel. Irgendwie sowas. Das ist nicht fake. Warum schreiben Leute wieder Faker? Das ist nicht fake. Also, keine Ahnung, ob es fake ist oder nicht, aber ich habe mir das nicht ausgedacht. We can find in this room. Das ist echt spannend. Also, da ist das Gebäude mit dem Geist. Klettern gerade durch ein Fenster. Ich bin gespannt. That's a locker room. Zwei, drei Monate, das gedauert. Ich habe das aber nicht geschnitten, also das waren ja die Jungs. Ja, ja. Ich habe das ganze, die ganze Story gemacht, drumherum gescriptet und die Jungs haben das dann geschnitten. Tolle Arbeit haben wir gemacht. Echt super Arbeit. Minus vier. Oh, looks impressive. It's still stuff. It has stuff inside. Es sind immer noch. Sind immer noch Dinge drin, alles komplett verrostet. Ja, ja, Schließfächer. Was this the room where the door shut? No. It's either this one or that one. Oh, I think it was this one actually. Es ist tatsächlich genau der Raum aus ihrem Video von vor zwei Jahren. Dann schauen wir mal, ob wir etwas finden werden. Die Location war wirklich 1:1 gleich. Mhm. Das ist 100% der Raum, wo diese Tür aufging. But this is definitely the room, because it was that cupboard door that opened. This door? Yeah. With the pressure of air, like when you open a door, mm-hmm. sometimes the door's gonna open like that, which isn't that freaky. Yeah. But when I walked in, it just went fucking bang, and shut, and then they both popped open. Was it that door? Yeah. This one? Yeah. Should we do some testing in here? Yeah, we can do some testing. The EMF doesn't say anything. Huh? Or doesn't it work because it worked in the room? It just says nothing, like zero. Hä? Warum funktioniert das gerade nicht? Das ist total komisch. Ein EMF-Gerät reagiert auf elektromagnetische Felder bzw. Strom oder geladene Gegenstände. Es wird gesagt, dass Geister diese ebenso ausstoßen. Das Komische ist aber, dass das Gerät gar nichts anzeigt. Das ist gerade sehr komisch, dass das nicht geht, bin ich ehrlich. Weil es hat immer funktioniert. Es ist null. Es war nie auf null. Never. Dabei ist hier ein großes Akku, sollte eigentlich eher gehen. Im Hotel hat es immer funktioniert und jetzt gar nicht. Ob das jetzt mit den Geistern zusammenhängt, ich denke nicht. Das war wirklich komisch, das verstehe ich bis heute nicht. Also dieses Ding reagiert ja auf elektronische Sachen und es hat im Hotel immer funktioniert, aber hier nicht. Gar nicht. Als nächstes versuchen wir die Geisterbox. Is there anybody in here who can speak English other than us? Just you, maybe? Just you. Just you, I think. Is Mike here with us? Mike's here? Did he say that? Mike, are you here? Yes. That's definitely him though, isn't it? Yeah. That's the same dude. Sounds like Mike. Are you following us? Just for a bit or something? You said yes for a bit? Yes for a bit. It's usually the whisper ones that are the ones that... All the rest is just sort of like noise. He said shh. Yeah, he said he shushed us. He probably means there's someone watching us. Einige Male gab die Geisterbox tatsächlich konkrete Antworten. Würde es aber definitiv nicht als Beweis sehen, da es auch einfach ein Zufall sein kann. Hier ist auch übrigens die App. Stell mal eine Frage. Wer ist denn noch hier im Raum? Mike!
Er hat Mike gesagt. Nee, habe ich nicht gehört. Das ist Quatsch mit Soße, die App. Die App ist Quatsch mit Soße. Als nächstes ist die Infrarotkamera dran. Mit dieser sucht man nach kalten Stellen, welche Geister sein könnten. Es war aber nichts Auffälliges zu sehen. Nee, hier ist nichts. Zu schade. Als letztes noch das Bild. Can you turn off the lights? I want to try take a picture. Es wird oft gesagt, dass man Geister nur auf Fotos erkennen kann. Mike, I'm gonna take a picture. You can stand in front of it. I'm right here. You can stand in front of me. And one, two, three. Okay. Das Bild habe ich. Die Geisterfrau ist definitiv nicht hier. Aber wenn sie hier nicht ist, wo ist sie dann? Was wir schon wussten, ist, dass sie vom gesamten Hotelkomplex irgendwo im Erdgeschoss sein soll. Dort wurde sie oft gesichtet. Das zweite Hotel haben wir somit schon abgehakt. Es gibt dann noch einmal die Lobby vom ersten Hotel, da wo die andere Tür zuknallte und Benny das Flüstern hörte. And then I caught a voice too, which I couldn't work out. Something in Japanese. Wir sind durch diese Lobby aber schon gelaufen und es war dort nicht besonders gruselig. Warum ist mitten in diesem Raum ein Reh? Außerdem weiß ich nicht, ob ich den Jungs noch glauben kann. Was ist, wenn das auch nur ausgedacht ist? Und es gibt die Lobby vom dritten Hotel. Da waren wir noch gar nicht. Da die Sonne bald aufgeht, haben wir nicht genug Zeit, um beide Lobbys auszuchecken. Ich muss mich entscheiden. Vertraue ich ihnen ein zweites Mal? This is the stairs we went down to that room that had the big bang. Oder gehen wir ins dritte Hotel? Ich entschied mich für Letzteres. Dann gehen wir runter und gucken, ob hier die angeblichen Geister sind. Hier war ich wirklich gebrochen. Da war ich wirklich ein bisschen sad. Das ist cool. Keine Angst gehabt? Nö, warum? Wir waren ja mit den Jungs, die kennen sich ja aus. Mit Mitch und Benny, also... Wirklich was kommt? Na, was soll denn da kommen? Eine Hose machen. Es wird einfach schon hell draußen, wir haben nichts erlebt. So ein Scheiß. Wen wollen die verarschen, die beiden? Wir sind hier mit irgendwelchen Leuten, die die ganze Zeit Bier saufen und glauben denen, dass die Geister gesehen haben. Wenn die wüssten, was ich hier gesagt habe. Wenn die wüssten. Mitch hat ja auch unter dem Video kommentiert. That was a great adventure. Let's do it again soon. Regards, Mitch and Benny. Siehst du, ne? The photo doesn't show anything. It's just black. Hier ist einfach gar nichts. Keine Geister hier. Alles eine Lüge. Wir kamen im dritten Hotel an, aber da war auch nichts Ungewöhnliches. Bis ich ein Geräusch hörte. In dem Moment dachte ich mir nichts dabei. Aber dann erinnerte ich mich. Als ich anfangs über das Hotel recherchierte und mir Videos davon ansah, konnte ich öfter eine Gemeinsamkeit zwischen ihnen erkennen. Etwas, was bei vielen Videos vorkam. Ein dumpfes Geräusch. Ich ging davon aus, dass es irgendein Geräusch von draußen sei und dachte mir nichts dabei. Als wir da standen, forschte ich über den Sound und es stellte sich heraus, dass es die Laute von einem Reh sind. In dieser Gegend haben noch nie Rehe gelebt. Das Geräusch muss von drinnen kommen. Das Reh? In der Lobby im Erdgeschoss vom ersten Hotel. Genau in dem Raum, welchen die Jungs meinten. You know where the deer is? And there was a huge bang. From like a big metal door. And you said you heard something? Yeah, I got a video of someone following me. I could hear it, it's Japanese, but I couldn't quite make it out. Somebody actually said something. Die Jungs haben doch nicht gelogen? Where we got in? Is that far? Wir liefen direkt zurück. Hier werde ich gleich noch was zu sagen, aber pass jetzt auf, was jetzt gleich kommt. Das wird dich umhauen, das wird dich umhauen. Ich habe etwas weiter über die Gegend recherchiert und stieß auf was erstaunlich Interessantes. Alles, was jetzt gleich gesagt wird, habe ich mir nicht ausgedacht, ist komplett echt. Also alles ist real. Pass auf. Es wird gesagt, dass der Ort Kinokawa so verflucht ist wegen den vielen Yokai, die hier leben. Yokai sind Figuren aus dem japanischen Volksglauben und mit Dämonen vergleichbar. Einige besitzen teils tierische und teils menschliche Züge, zum Beispiel Kappa und Tengu. Yokai besitzen übernatürliche Kräfte, sodass Begegnungen mit ihnen gefährlich sind.
Das dritte Hotel vom Komplex heißt sogar Kappa Hotel, welches ein Yokai ist. Es heißt, dass er Menschen, die ertrinken, herunterzieht. Im dritten Hotel standen überall Figuren von dem Yokai. Das ist Kappa. Das ist Japanese Folklore. Was ist denn? Und jetzt kommt das Verrückteste. In Japan wird von einigen Tieren angenommen, dass diese magische Kräfte besäßen. Viele Tiere sind Gestaltwandler, die Menschen, meistens Frauen, imitieren. Ja. Okay. Das ist krass, ne? Also, dass diese Tiere, das sind ganz normale Tiere und die verwandeln sich in Frauen. Und das sind diese Yokai. Und das ist alles echt. Außer, okay, jetzt kommt der Faker wieder aus mir raus. Jetzt muss ich was sagen, Es gibt ja dieses Reh, was da in diesem Raum steht, ne? Und es gibt die Geschichte mit dem Yokai und dass das Tiere sind, die sich in Menschen verwandeln, beziehungsweise in Frauen. Aber das mit dem Geräusch, was im Hotel zu hören war, das ist ausgedacht. Ich wollte eine Connection haben vom Yokai zum Reh. Faker, Faker, Fakir, Fakir. Es ist alles wie die Story, ja. Es ist nicht, oh mein Gott, es ist jetzt nicht so schlimm. Ich werde erst mal 6 Wochen nicht schlafen können. So geht's mir heute Nacht. Wenn das alles stimmt, dann ist es das Reh. Das Reh ist die Geisterfrau? Ich glaube immer noch nicht daran, dass wir dort einen Geist finden werden, aber das mit dem Yokai, welche wie Tiere aussehen und sich in Frauen verwandeln, und das Reh, welches mitten im Raum steht, wo die Frau gesehen wurde, ist schon interessant. Jetzt schreibt jemand, ich will mein Geld zurück. Du hast dafür nichts bezahlt. Jedes Video mindestens ein Fake, schreibt jemand. Aber super spannend gemacht, oder? Ich habe ja im Prinzip das Video nicht gefaked. Ich habe nur für die Story mir was dazu ausgedacht, um diese Connection zu bekommen vom Reh zum Yokai. Ja, genau. Und deswegen habe ich mir dieses Geräusch ausgedacht, was da zu hören war im Hotel. Letztendlich kam ich bei dem Reh an. Da es aber schon sehr spät war, mussten wir das Hotel ohne viel Zeit zu verlieren wieder verlassen. Sonst werden wir von Passanten, die auf dem Weg zur Arbeit sind, gesehen. Wir kommen morgen wieder. Enterbt. Dann bringen wir es zu Ende. Enterbt. Because there was like 4 of us, the activity of ghosts was less. But maybe when you two go in by yourself, you might see something. Because last time we were there just together and we saw a bomb. Die haben gesagt, wir sollen alleine rein, weil die letzte Mal halt auch nur zu zweit waren. Und dann haben die Geister gesehen. Ja. Es wird ja sehr oft gesagt, dass Geister sich nur zeigen, wenn da wenige Leute sind. Der Plan ist simpel. Mein Kumpel und ich gehen alleine ins Hotel, laufen direkt zum Raum, wo das Reh ist. Dieser ist nicht weit vom Eingang entfernt, achten auf merkwürdige Aktivitäten, zum Beispiel schließende Türen oder Flüstern, benutzen die Geistergeräte und hauen wieder ab. Wenn es wirklich in dem Hotel spukt, dann werden wir es heute Nacht erfahren. Ja, das erleben wir auch jetzt gleich. Um mit den Jungs in Kontakt zu bleiben, installierten wir Walkie-Talkie-Apps. Hola, amigo. Hola, amigo. Hoffen wir mal, dass wir heute Geister finden. We're at the headquarters. Oh, my guys, my guys, oh, George! Let's go. Heute zweiter Versuch. Wir gehen jetzt mal zu zweit rein, weil die zwei meinten, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Geister irgendwelche Aktivitäten von sich abgeben, wenn man nicht mit so vielen ist. Die bringen uns jetzt hin. Wir steigen aus, rennen rein, die fahren weiter. You ready? You're ready. Let's go. Good luck. Good luck, my friend. Thank you so much. Good luck. See you soon. Wir müssen schnell rüber. Schnell. Okay, let's go. Hier haben wir sogar das Licht angehabt. Keine Lust zu stolpern oder so. Ja. Da ist die Tür. Sollen wir wieder rein? Ja, ja. Jetzt sind wir nur zu zweit, ne? Junge, das ist viel. Das ist viel schlimmer. Okay, let's go.
viel mehr Angst. Ich hab viel mehr Schiss, ich auch. Was für coole Musik im Hintergrund. Danke. Wir sind wieder da. Als ich das Gebäude betrat, fühlte ich mich wesentlich unwohler als die Nacht davor. Ich meine, gestern waren wir noch mit Benny und Mitch und heute sind wir auf uns allein gestellt in diesem riesigen Komplex. Die Lobby mit dem Yokai ist nicht weit von hier. Wir müssen nur den Gang entlang, zwei Etagen hoch und dann nach rechts gehen. Das ist ein echter Pflicht hier aus. Oh, 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 oh. Man sieht die Lichter hier. Und da, in der Ferne, stand es, das Reh. Aber nicht so nah, ne? Gleich bewegt er sich. Ey, das ist ein echter. Ist er echt? Das ist ein echter gewesen. Der ist ausgestopft halt, glaube ich. Ja? Ja, ja. Gucken, ob es Geister gibt. Okay, also wir haben Licht. Wir haben Temperatur. Minus 1. EMF. EMF ist auch nichts. Okay, mach mal Wärmekamera. Nee, hier ist auch nichts. Okay, dann lass mal jetzt das Letzte machen und mit denen reden. Jetzt wird's creepy. Hier, mach du, Digga. Okay, is someone in this room beside me and my friend Elias? That's you. That's you? Yeah. Is it okay for us to be here? No. Should we go? That's you. Ja, nee, die App ist Bullshit. Das war jetzt nicht so krass. Also, dass Leute sagen, das war voll gruselig, aber es war gar nicht so gruselig. Es war einfach ein stinknormales Hotel, da ging nichts. Also, es ist halt spannend wegen der Musik und alles, aber es ist gar nicht spannend gewesen, so richtig. Wirklich nicht? Nee, wenn man echt? Alleine war, auf jeden Fall, aber zu zweit ging es auch noch, auf jeden Fall. Nee, zu zweit. Shit, Alter. Nein, diese App ist wirklich dumm. Da wird einfach immer was wiederholt. Man kann nicht mit Geister kommunizieren, wir können es ja mal ohne machen. Ich mach Japanisch jetzt. Ich übersetze jetzt. If there is someone in this room, please give us a sign. Noch einmal. Hast du das gehört? Hast du dieses Dock gehört? Hast du das nicht? Nein. Habt ihr da wirklich was gehört, oder? Ja, das ist alles echt jetzt gerade. Ja, letztes Mal. No fake, no faker. Nee. Nix. Dann haben wir es geschafft. Dreimal. Insgesamt kam dreimal derselbe Sound. Ein dumpfes Klopfgeräusch. Einmal, nachdem ich auf Japanisch fragte, ob hier jemand ist. Da haben wir es nicht gehört. Dann, während ich zum zweiten Mal fragte, ob hier jemand ist. Hast du das gehört? Hast du dieses Dock gehört? Und ein drittes Mal, als wir gehen wollten. Dann haben wir es geschafft. Als hätte etwas wirklich versucht, mit uns zu kommunizieren. Normalerweise würde ich sagen, das ist nur irgendein Geräusch vom alten Hotel. Aber jetzt passt auf. Dieses Klopfgeräusch kam kein einziges Mal vor, als ich vorher im Raum die Geräte ausprobierte. Nicht einmal in den gesamten 10 Minuten. Voll viele haben geschrieben, dass es nicht echt war. Das war echt. Ich zeig gleich die Aufnahme einfach. Ja?
Ja, ich kann die Aufnahme zeigen. Aber als ich auf Japanisch fragte, ob hier jemand im Raum ist, kam es. Jetzt könnte man sagen, dass es nur Zufall war und dieses Klopfen generell öfter im Hotel vorkam. In der ersten Nacht waren wir 8 Stunden im Hotel und in der zweiten Nacht 4 Stunden. Ich habe mir die gesamte Footage nochmal angeschaut, 12 Stunden insgesamt, und dieses Klopfgeräusch kommt kein weiteres Mal vor. Das kam nur dann. Aber ich sag's jetzt. Ich glaube aber immer noch nicht, dass es hier im Hotel spukt. Für mich. Also ich glaube, das waren einfach nur irgendwelche Geräusche, die halt zufälligerweise dann kamen. Diese Klopfgeräusche waren wirklich im Video, aber ich habe sie im Edit, im Schnitt, ein bisschen lauter gemacht. Man musste halt gut aufpassen, um die zu hören, aber die waren auf jeden Fall da. Das ist ein Auto. Da. Was? Jetzt im Ernst? Ja, und jetzt pass auf, nochmal. Rotes. Noch einmal. Jetzt hört man es besser. Gehört? So ein ganz leichter Hintergrund. Ja. Und noch einmal erst wir gehen. Okay, lass noch einen Raum abchecken und Geister gucken und dann noch. Gehört? Das ist schon relativ laut. Aber ich glaube, das war irgendein Geräusch vom Kameramann. Für mich ist das einfach kein ausschlaggebender Beweis. Aber wenn da kein Geist war, was ist dann mit den paranormalen Ereignissen, die Benny und Mitch erlebten? Schritte, Flüstern und 2 Türen, die zuknallten. Nichts davon kam in den 2 Nächten auch nur ansatzweise vor. Nix! Und was ist mit dieser Portal-App, von der sie behaupten, dass sie definitiv funktioniert, weil sie damit mit einem Geist gesprochen haben? Die App hat nicht im geringsten funktioniert. Ich habe mal nachgeschaut und sie hat eine 2,7-Sterne-Bewertung. Es wiederholt ständig nur dieselben Phrasen. Is there anybody in here who can speak English other than us? That's you. Damit kann man nicht mit einem Geist über den Vietnamkrieg gesprochen haben. And he was talking about Vietnam and being injured and all kinds of crazy shit. Haben die Jungs mich wirklich die ganze Zeit verarscht? Die Antwort darauf werden wir gleich erfahren, wenn wir im Hotel zurückkehren. Dann bleibt aber immer noch die Frage, wie es sein kann, dass Leute von gegenüber eine Frau im Hotel sehen. Auch wenn das Hotel abgesperrt wurde, ist es nicht unbedingt schwer hineinzugelangen. Es könnte sein, dass eine obdachlose Dame hier wohnt oder Abenteurer, die nachts das Hotel erkunden, von gegenüber gesehen werden. Auch gibt es viele schöne Kimonos im Hotel, welche man anziehen könnte. Ich war unbewusst einer davon. Ich habe es einfach angezogen da im Hotel. Aber ich habe das dann auch da gelassen natürlich. Aber auf jeden Fall für kurze Zeit hatte ich das an. Genau wie es gesagt wird halt, eine Frau im Kimono. Jetzt fehlt nur noch die Erklärung von Mitch und Benny. Haben sie wirklich gelogen? Hello. Hey, you're back. Die beiden haben uns nicht angelogen. Alle paranormalen Ereignisse, welche sie erlebten, lassen sich ganz einfach erklären. Nämlich mit Alkohol. Jedes Mal, wenn sie verlassene Orte erkunden, trinken sie Bier. Auch vor 2 Jahren in diesem Hotel. Und als sie dort waren, haben die auch Bier getrunken. Auch vor zwei... Guck hier, das ist das Video von denen. Hier. ...Jahren in diesem Hotel. Und wenn man 1, 2, 3, 4 Biere trinkt, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass man anfängt, seltsame Dinge zu sehen oder in der nächsten Sekunde mit einem Geist über den Vietnamkrieg spricht. Bin ich enttäuscht, dass dieses Hotel zu nichts führte? Nein. Es spielt keine Rolle, ob Geister existieren oder nicht. Was für mich zählt, ist, dass ich 2 neue Freunde kennenlernen durfte, mit denen ich eine tolle Zeit habe. Can you say something in Japanese? Durchstellung? Das ist so kitschig, aber schon süß. Geil. Das war das Video. Danke. So spannend. Danke dir.